Bevor das Video losgeht, kennst du eigentlich schon unsere VIP-Tickets? Hast du dich schon mal gefragt, wie lange du noch Wissen und Informationen sammeln willst? Oder wann du endlich beginnen willst, das Ganze mal umzusetzen, in die Tat zu kommen, ins Tun zu kommen? Mit den VIP-Paketen erhältst du natürlich Zugang zu allen Videos auf Lebenszeit und zu den Bonusmaterialien der Speaker. Aber mit dem Diamant-VIP-Ticket erhältst du eine Umsetzungs-Checkliste, wo du ins Tun kommst. Und zusätzlich einen Strategie-Call mit mir persönlich. Also tu jetzt den ersten Schritt in die Umsetzung und viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video-Interview hier beim Online-Kongress der Geldhelden. Und ich freue mich mega, ich bin mega aufgeregt, weil ich heute das erste Mal das Vergnügen habe, jemand aus unserer Community interviewen zu dürfen. Und zwar die Melina Yip, selber Autorin, hat schon zwei Bücher geschrieben zum Thema, sehr, sehr interessant, zum Thema finanzielle Bildung, finanzielle Erziehung für Eltern, für ihre Kinder. Das heißt also, wenn du gerade überlegst, wie kann ich denn meinen Kindern das so ein bisschen beibringen, dann haben wir jetzt hier die perfekte Expertin dafür. Und ich erstmal herzlich willkommen, Melina. Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein, danke. Ja, ich bin mega happy, dass du dabei bist. Vor allen Dingen, normalerweise ist es ja immer so, man hat in den Interviews die ganz großen Multimillionäre, Überflieger und so weiter. Und jetzt aus der Community direkt daraus, und du bist auch jemand, der, das merkt man auch in der Community, richtig Gas gibt, richtig brennt für dieses Thema. Und ja, ich würde mich mega freuen, wenn du dich mal ganz kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Und ja. Wie du schon gesagt hast, ich bin Melina. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin auch gelernte Bankkauffrau. Also das Thema kommt nicht von ganz so weit her. Meine Eltern sind auch Finanzbeamter und Bankkauffrau. Deswegen ist es so ein bisschen schon in die Wiege gelegt, glaube ich, das Interesse. Ja. Begleitet mich eigentlich schon so mein ganzes Leben, auch das Sparen. Und ja, über die Beratung, die ich damals auch in der Filiale gemacht hatte, 2 Jahre lang, konnte ich natürlich einige Leute begleiten und habe gemerkt, was für Fragen diese hatten. Und es waren fast immer so die gleichen Fragen. Und auch in Bezug, wie kann ich das am besten verstehen und wie kann ich es vielleicht auch jemandem erklären. Und dadurch sind dann meine Bücher entstanden, in der Hoffnung, dass sie dann helfen können zu verstehen, warum legen Menschen überhaupt Geld an? Was bringt das? Hat das Risiken? Und wenn ja, welche? Mhm. Und so steht es in meinem Buch drin. Da ist ja der kleine Marcel ist ja der Hauptcharakter. Und der kleine Marcel möchte für sein Konsolenspiel sparen, mhm, weiß aber noch nicht so richtig, wie er das machen kann. Und hat auch noch gar kein Geld. Und läuft sozusagen durch seine Familie durch. Und jeder hat so eine andere Geldanlage und eine andere Strategie. Und dadurch erfährt er von jedem, warum jemand zum Beispiel in Aktien anlegt oder in ein Termingeld anlegt, und kann so herausfinden, wie die Leute sparen. Und vielleicht findet er auch am Ende eine Strategie, die zu ihm passt, zu seinen Konsolenspielen. Ach, sehr schön. Und das ist jetzt extra geschrieben für Eltern, die quasi das ihren Kindern mal beibringen wollen? Oder was ist die Zielgruppe jetzt gewesen? Warum hast du das geschrieben? Also auf jeden Fall... Es ist so ein bisschen für beide. Also ich habe es geschrieben, dass man die Zeit verbinden kann. Ich sag mal so die Lernzeit für einen selber zum Beispiel, als auch die Zeit mit seinen Kindern. Also man kann es halt auch selber verstehen, wenn man selber noch nicht so fit ist in dem Thema, sodass man sich selber das Wissen mit aneignen kann. Gleichzeitig kann man es aber auch schon seinen Kindern mit beibringen. Und ich finde es immer schön, wenn man das beides zusammen machen kann, dass man gleichzeitig lernt, aber die Zeit nicht getrennt von seinen Kindern verbringen muss, sondern das vielleicht gemeinsam machen kann. Und das war so mein Ansporn, daraus ein Kinderbuch zu machen und eine kleine Geschichte. Sehr schöne Idee. Und du bist halt durch deinen Beruf letzten Endes in der Bank und durch die Kunden, die du da betreust, bist du halt auf diese Idee gekommen. Und hast du das vielleicht bei dir in der Familie oder bei deinen Kindern schon selber gemerkt oder angewendet, sage ich mal? Oder wie ist das entstanden? Ja, das ist noch ein bisschen schwer. Mein Sohn ist jetzt 5 Monate alt. Okay, gut. Ich bin mit Geld am Hut. Aber bei den Kolleginnen, also für die ich das Buch auch so ein bisschen mitgeschrieben habe, ich bin ja selber nicht mehr in der Beratung, sondern jetzt
im Backoffice von einer deutschen Großbank, da im internationalen Firmenkundenbereich, also mit Menschen, die sich beraten lassen wollen, habe ich jetzt gerade nicht mehr so viel zu tun. Okay. Aber meine Kolleginnen, wie gesagt, die haben das für ihre Kinder. Die Tochter von der einen ist jetzt 5 und der Sohn ist 11. Und die war ganz begeistert davon, also weil sie selber auch nicht so genau wusste, wie soll ich es ihm denn sagen? Hat der selber auch beim Kaufbau gelernt, aber konnte es nicht so rüberbringen vielleicht. Und fand es ganz toll, dass sie ihm das damit dann zeigen konnte. Was sind denn so die größten Learnings, die man daraus zieht? Also zum Beispiel, wie setzt man ein richtiges Finanzziel oder sowas? Also was sind die konkreten Dinge, die vielleicht als Feedback auch zu dir kommen, was die Leser lernen aus deinem Buch? Also bei mir kommen am meisten natürlich die Leute an, die sagen, ich habe mich damit vorher noch gar nicht beschäftigt. Und ich mag, wie du die Sachen erklärst, Melina, weil das halt gut verständlich ist, weil das ganz leicht ist. Deswegen ist das ja auch für Kinder geschrieben, weil es eben so leicht wie möglich rübergebracht werden soll, sodass es wirklich jeder verstehen kann. Und die Leute ja, sind noch gar nicht so richtig bei einer Strategie, sondern erstmal, oh, diese ganze Informationsflut, die überwältigt mich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht auch sogar Leute, die noch nicht mal irgendwie gespart haben vorher, also beim Einkauf vielleicht schon, aber sich das Geld nicht zur Seite gelegt haben. Und damit beginnt auch praktisch das Buch, dass der kleine Marcel erstmal so seine Taschengeldübersicht anschaut mit seinen Eltern und guckt, aha, jetzt so viel bekomme ich als Taschengeld. Dann kaufe ich mir eine Fußballzeitung, die jede Woche weggeht. Was habe ich also im Monat noch übrig, was ich mir für mein Konsolenspiel weglegen kann. Also es deckt praktisch alles ab vom Sparen. Eine Strategie könnte man erst danach entwickeln, denke ich. Erstmal geht es darum, was gibt es denn überhaupt so auf dem Geldmarkt? So wie Aktien, Fonds, Anleihen, Termingeld und so weiter. Und daraus erstmal zu sehen, okay, was könnte denn überhaupt für mich interessant sein? Und daraus kann man sich dann ja wieder weiter informieren. Und da gibt es ja dann auch ganz viele tolle Informationen, auch im Internet, tolle Bücher. Ja. Erstmal geht es so, um den ersten Schritt überhaupt zu machen. Ja, aber wie bleibt man denn jetzt motiviert? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, dein Buch gelesen habe, da ist es ja oft so, gerade wenn ich jetzt was Neues lerne, da bin ich voll motiviert, fange an und so weiter und gehe vielleicht, verschaffe ich mir erstmal einen Überblick und traue mich sogar, die ersten Investitionen zu tätigen oder vielleicht irgendwo ein Sparkonto anzulegen. Aber wie schaffst du das zum Beispiel, dass du dauerhaft motiviert bleibst? Also dass du dann auch weitermachst, nachdem diese erste Euphorie weg ist? Also was natürlich immer für mich persönlich, bin ja so Dividenden- und Ausschüttungsfreund, mich motiviert es natürlich immer, wenn ich quartalsweise oder mindestens jährlich die Dividenden schön auf meinem Konto sehe. Das motiviert mich natürlich weiter zu sparen. Aber schon allein zu sehen, wie schnell sich eigentlich eine große Summe anhäufen kann. Also das ist bei vielen, die dann zum ersten Mal das Tagesgeldkonto zum Beispiel anlegen und darauf sparen und daraus dann ihren Urlaub ziehen und merken, wie gut die Übersicht auf einmal ist und dass das Geld dann irgendwie von ganz alleine sich spart. Ja. Also das ist immer eine tolle Motivation. Und was ich auch immer finde, ist, wenn man so in die Richtung passives Einkommen, ne? Wenn man was findet, was einem so richtig Spaß macht, was einen begeistert und womit man gleichzeitig auch noch ein bisschen Geld verdienen kann. Ne? Also für mich ist das Beispiel das Schreiben. Ich liebe das zu schreiben und ich mache das von mir aus auch umsonst, weil ich das einfach mag, und mir die Geschichten nachzudenken. Und wenn dadurch dann auch noch ein bisschen was reinspielt, dann motiviert das natürlich auch mich, da weiterzumachen. Und dadurch kommt natürlich dann immer auch ein bisschen mehr dazu. Ja, das finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz. Das ist auch eine Sache, die man erstmal, wenn man es gemacht hat, versteht so richtig, dass man, egal was man tut, man kann mit allem Geld verdienen. Wenn man aber das versucht, mit etwas zu tun, was man mega gerne macht, ja, wo man sagt, da stecke ich meine Leidenschaft rein, das ist mein Hobby und ich liebe das. Und wenn normalerweise hätte ich meine Zeit, also könnte ich meine Zeit völlig frei einteilen, dann würde ich nur das tun, dann ist das eigentlich das beste Mittel, um damit Geld zu verdienen. Weil genau in dem Augenblick gehst du nämlich einen Schritt mehr, machst du einen, keine Ahnung, Blogartikel, ein Buch oder ein, gehst noch einmal drüber, mehr als alle anderen und dann wird es richtig gut. Das finde ich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis auch, dass wir das mal auch so, dass du das jetzt aus deiner Perspektive so erzählst, finde ich geil. Wie schaut es denn aus? Die Menschen, die dein Buch gelesen haben oder mit denen du so Kontakt hast,
Schaffst du das, die zu motivieren, dass die sagen, boah, ich habe jetzt mal richtig Bock drauf, vielleicht mal was nebenbei, neben meinem Beruf noch aufzubauen, genau Richtung passives Einkommen zum Beispiel? Bisher ist mir da jetzt noch kein Beispiel zu eingefallen. Also bisher ging es bei den meisten erstmal los, sich ein Sparkonto einzurichten oder ein Tagesgeldkonto einzurichten. Vielleicht mal ein Depot anzufangen. Also so mit passivem Einkommen wäre ja dann schon wieder ein Schritt weiter. Vielleicht kann man dazu ja auch nochmal ein Buch machen, mal schauen. Sehr gute Idee. Man das auch so als eine Kindergeschichte verpackt. Ja. Aber bei den meisten geht es wirklich ganz am Anfang erst los mit, ich lege mir erstmal was zur Seite. Also dann das passive Aufkommen könnte dann danach aufbauen. Also wenn du quasi bei null anfangen würdest, dann würdest du sagen, erstmal strukturiert man ein Sparkonto oder wie gehst du davor? Wenn du jetzt sagst, also du fängst jetzt nicht direkt mit passivem Einkommen an, sondern wie fängt man an? Genau, also ich fange jetzt erstmal an, mir einen Überblick zu verschaffen, was kommt denn so rein auf mein Konto und was geht denn so weg? Und mache mir daraus einen Überblick und achte darauf, welche Summe bleibt mir denn monatlich eigentlich immer so ungefähr erhalten und mache daraus dann meinen Sparbetrag, den ich dann, ich bin so ein Bezahle-dich-selbst-zuerst-Mensch, der sobald das Gehalt auf mein Konto kommt, sofort diesen großen Sparbetrag, bei mir sind es jetzt 368 Euro, das errechnet sich dann immer etwas, die erstmal nur auf das Tagesgeld kommen, um halt meinen Puffer sozusagen aufzubauen, meine Reserve, wie ich es auch gerne nenne. Mhm. Und wenn die Reserve groß genug ist, bin da immer so zwischen 3 und 6 Monats Nettogehältern. Mhm. Danach fange ich an mit einem Depot. Mhm. Such mir dann raus, vielleicht mit Hilfe von dem Buch, mhm. was so zu mir passt. Bin ich jemand, der mit Aktien, also ich persönlich bin eher der langfristige Denker, mit einer Aktiendividendenstrategie oder mit einem Fonds erstmal, wo dann ganz viel gebündelt drin ist. Oder, darf ich kurz fragen, was da der Unterschied ist? Weil vielleicht, also nicht jeder weiß, was eine Aktiendepotstrategie ist oder eine Fondsstrategie. Was ist da jetzt, wie unterscheidet sich das? Ja, also Aktien sind natürlich einzelne Anteile von Firmen. Also zum Beispiel, wenn ich einen Anteil von Bayer kaufe, dann habe ich eine Aktie. Und die Aktie, wenn alles gut läuft, schüttet einmal im Jahr eine Dividende aus. Das ist dann, sind dann so ein paar Euro. Je nachdem, wie viel Stück ich habe, bekomme ich mehr Euro bei dieser Dividende. Und manche schwören darauf, dass sie viele große, von großen Unternehmen Aktien kaufen und sich davon die Dividenden ausschütten lassen und damit auch so ein passives Einkommen generieren, indem sie halt immer mehr Stücke kaufen regelmäßig und dadurch ihre Dividenden erhöhen. Und bei Fonds ist es ähnlich, da gibt es ja die beiden Varianten, entweder der Fonds schüttet mir aus oder der Fonds macht den Gewinn, den er mir ausschütten könnte, legt er wieder in neue Stücke an, sodass ich dann in einer kurzen Zeit ein ganz großes Volumen an dem Fonds habe, also ganz viel, ich erhöhe mein Vermögen damit. Okay, also legst du... Ja, also du reinvestierst quasi wieder. Also ein Fonds ist ja so ein Pool an vielen Aktien und eine Einzelaktie ist halt nur eine Aktie davon. Das heißt, ein Fonds ist quasi die Mutter davon, weil da ganz viele Aktien drin sind. Und alle schütten irgendwie, ich versuche es nochmal für mich zu rekapitulieren, und die schütten dann am Ende des Jahres ein bisschen Gewinn aus, weil du hast ja ein kleines Teil am Unternehmen und wenn das Unternehmen Gewinn macht, dann steht dir auch ein kleiner Teil des Gewinns zu. Und das würdest du sagen, investierst du wieder da rein, damit du dir halt vielleicht eine Aktie mehr kaufen kannst und nächstes Jahr noch mehr Gewinn bekommst. Und so funktioniert das dann. Zum Beispiel, genau. Ja, perfekt. Und wie bewertest du das zum Beispiel? Also wie entscheidest du, welche Aktien gut sind und welche nicht so gut sind? Boah, ich habe eine Punkteliste. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf, weil das kann ich mir nicht merken. Ich ändere auch nicht so viel an meiner Strategie. Das wird immer, also höchstens einmal im Jahr gucke ich, Warren Buffett sagt, ach nee, wann das... irgendwer sagte jedenfalls, am besten Schlaftabletten nehmen und ewig nicht angucken. Buffett, das war bestimmt Buffett, ja. Oder, naja, ist ja auch egal. Jemand, und deswegen passe ich die auch wirklich ganz selten und wenn dann nur minimal an, damit ich nicht von 1000 Ideen mir Sachen ranziehe und dann wieder alles neu und das wird ja dann auch teuer, wenn man wieder alles neu kauft und umschichtet, sondern wirklich möglichst lange bei der Strategie zu bleiben, die ich mir ausgesucht habe und nun ganz bisschen anzupassen. Und da bewerte ich
Da gab es so ein ganz tolles kleines Buch, das heißt die Dividendenstrategie. Das ist ganz dünn und grün. Ich weiß leider nicht mehr, von wem es war. Aber da sind ganz kleine und detaillierte Punkte drin und denen, finde ich, kann man sehr gut folgen und daran orientiere ich mich am meisten. Sehr guter Tipp, Dankeschön. Ja, wunderbar. Aber um überhaupt erstmal was zu investieren, muss man ja vorher was sparen. Du hast schon gesagt, dass du da einen gewissen Prozentsatz von deinem Gehalt regelmäßig zurücklegst und den ab einer gewissen Höhe in Dividenden investierst, in Aktien oder in Fonds investierst. Das ist jetzt quasi dein Investment-Ansparung. Hast du noch andere Tipps, wie du grundsätzlich vielleicht Rücklagen bilden kannst und sparen kannst? Vor allen Dingen ohne groß, also viele haben ja Angst, dass ich dann auf irgendwas verzichten muss. Ja? Wenn ich jetzt was spare, dann kann ich ja nichts kaufen dafür. Wie gehst du damit um? Also ich habe ja erstmal mir die Übersicht gemacht, was definitiv reinkommt und rausgeht. Also Miete, Strom und so, das ist ja immer ungefähr das Gleiche. Auch beim Einkauf gibt man meistens ungefähr das Gleiche aus. Da kann man auch immer noch mal gucken, was kaufe ich denn so? Brauche ich das alles? Und gibt es was, was ich eigentlich wirklich nicht brauche? Ich hatte zum Beispiel letztens ein Zeitschriften-Abo, von dem ich gar nichts mehr wusste. Das habe ich jetzt auch erstmal direkt gekündigt. Sowas passiert manchmal, sowas kommt dann auf dem Konto rein. Deswegen immer gut schauen, was so im Jahr passiert auf dem Konto. Wo wollte ich darauf hinaus? Was ich gucke. Und wo ich finde, dass man auf was verzichten muss, finde ich persönlich nicht, wenn ich mich vorher mit mir selber darauf einige, zu sagen, das brauche ich auf jeden Fall, das möchte ich auch beibehalten. Das ist vielleicht ein bisschen Luxus für mich. Das muss nicht unbedingt notwendig, aber ich möchte das unbedingt machen und dann macht das auch. Dann ist der Sparbetrag halt ein bisschen kleiner, dann ist es so. Aber wenn das für dich wichtig ist und dein Leben soll ja auch jetzt schön sein und nicht erst in 20 Jahren, dann macht es auch. Aber dann macht es bewusst. Ja. Und so ist für mich, darauf verzichte ich nicht, aber ich mache das dann auch bewusst so. Finde ich sehr gut. Das heißt also, du gönnst dir heute was und wenn du was sparst, dann ist es ja so, dass du halt dieses Geld dafür benutzt, um später vielleicht was Größeres dir zu gönnen. Ne? Darum geht es ja letzten Endes. Ja, genau. Genau. Ja, super. Was war denn so die beste Investition bisher in deinem Leben? Also ich glaube, die beste Investition ist immer Wissen. Klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber ich finde, das ist einfach wirklich so. Ich habe total viel gelesen, so Bücher, Blogs, YouTube-Videos geschaut. Ich habe tonnenweise Schriften über alles Mögliche, was sich natürlich über die Jahre auch geändert hat. Ne? Vom Wissen her, dann schreibt man sich wieder andere Sachen auf. Und ich persönlich bin ein großer Fan von Bodo Schäfer und habe gerade sein Buch Der Weg zur finanziellen Freiheit war... Für mich hat ganz viel geändert und meine Einstellung zur Arbeit an sich, zum Geld-Mindset, also wie meine Einstellung zum Geld ist. Und seitdem hat sich irgendwie ganz viel geändert in meinem Leben, einfach nur von dieser Einstellung her. Und deswegen würde ich sagen, die beste Investition waren seine Bücher. Ja, also erstens, ich bin auch ein mega Fan von ihm, also sehr, sehr gut. Und das war auch tatsächlich mein erstes Buch, was ich zu dem Thema gelesen habe. Allerdings ist das schon... Ich glaube, 1997 oder so war das. Und da sah das noch ganz anders aus. Da war das noch Silber. Naja, ist egal. Aber ich wollte noch eine Sache. Du hast gesagt, dass das Denken über Arbeit und über Geld hat sich bei dir geändert. Kannst du das konkretisieren? Was genau? Auf jeden Fall. Arbeite jetzt im Backoffice von von der internationalen Firmenkundenabteilung von einer deutschen Großbank. Und als ich da angefangen habe, bin ich erstmal so reingerutscht. Ich hatte mich eigentlich vorrangig deswegen beworben, weil ich immer was mit Englisch machen wollte. Ich wusste also gar nicht so genau, was sie da machen. War auch nicht so schlimm, weil ich vorrangig zu einer Datenbereinigung da war. Also ich wurde immer in so ganz kleine Aufgaben gesteckt. Und meine Einstellung war so, jetzt bringt das überhaupt jemandem was, was ich hier tue? Ich tippe hier die ganze Zeit ein paar Daten hin und her. Bringt das überhaupt was? Und nach dem Buch von Bodo Schäfer habe ich gelernt, alles, wofür man bezahlt wird in einer Firma, hat einen Sinn. Also es macht einen Sinn, dass du da bist und das tust und such den Sinn von diesem, was du auch immer tust. Dann hast du, okay, was könnte der Sinn sein? Ja, klar. Die Leute brauchen ordentlich aufbereitete Daten, damit sie einmal ihre Firmenkunden außerhalb gut beraten können. Aber auch die Leute im Backoffice, die mit den Daten arbeiten müssen, brauchen ordentliche Daten. Also macht es Sinn, was ich da tue. Mhm.
Also, dann geht man schon mal gleich mit einer ganz anderen Anstellung daran, wenn man weiß, was ich tue, das macht auch einen Sinn. Und dann war noch die zweite Einstellung, werde zum Experten in irgendwas, in einer Nische am besten. Also okay, ich bin hier die neueste Person in der Abteilung, also alle anderen wissen auf jeden Fall mehr als ich. Mhm. Worin kann ich denn jetzt bitte der Experte werden? Und dann gab es so ein kleines Steuerthema, so ein Steuerabkommen aus den USA, das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Das wollte überhaupt keiner gerne machen. Und dann dachte ich, okay, ich mache das jetzt. Und ich werde da der Experte und habe mir auch zu Hause ein bisschen was dazu durchgelesen und so. Und je mehr ich wusste, desto mehr hat mir das Thema auch gefallen. Und mittlerweile bin ich jetzt wirklich der Experte dafür. Und Menschen aus der Abteilung kommen extra zu mir, um mich zu fragen zu diesem Thema. Ach, sehr schön. Ist total lustig. Also die Entwicklung macht wirklich Sinn und seitdem macht es mit mir auch richtig Spaß. Ich habe dazu Sachen entwickeln dürfen. Also es führt immer zu einem nächsten, weiteren. Also du hast quasi den Wert von dir durch dieses Wissen, was keiner haben wollte, was du dir aber angeeignet hast, mühsam, hast du den Wert von dir, von deiner Person im Unternehmen gesteigert. Und das kann man mit Sicherheit in jedem Unternehmen machen, oder? Genau, ich habe mich dafür jetzt auch besser bezahlen lassen. Ja, sehr gut, genau. Also dann gehandelt, ja. Also du bist dann zu deinem Chef gegangen, hast gesagt, guck mal, ich bin da jetzt quasi, oder mit dem Gedanken, ich bin unverzichtbar, da gehe ich mal hin und frage nochmal nach. Wie hast du das genau gemacht? Ja. ich hab in einem, naja, so Face-to-Face nennt sich das bei uns, so ein Mitarbeitergespräch, ja. Da habe ich dann gesagt, ja, ich habe noch ein Thema, ich möchte gerne über meinen Wert für die Abteilung sprechen. Mhm. Und da hat er erstmal geschluckt. Dann haben wir so ein bisschen hin und her diskutiert. Ja. Und ich hatte dann auch ein paar Gespräche gewonnen, auch mit seiner Chefin noch, weil die Personalverantwortung hatte. Das war auch nicht einfach, ich habe es nicht einfach so geschenkt bekommen. Aber es hat sich gelohnt und das Gefühl, als sie dann gesagt haben, ja, kriegst du, das war dann schon so, boah, also wenn das geht, dann geht noch viel mehr, glaube ja. ich. Ja. Ja, man verkauft sich auch sehr, sehr oft unter Wert, ne? Das muss man auch so sehen. Ich meine, du hast jetzt ganz, ganz bewusst deinen Wert gesteigert und bist dann hingegangen und hast gesagt, übrigens, lass uns mal über unseren Wert reden. Eine sehr, sehr clevere Idee, weil das kann man tatsächlich überall und immer machen. Aber viele Menschen, das ist einfach nur ein Gefühl, was ich so habe, können sehr, sehr viel, sind sehr, sehr gut in Dingen. Das ist, irgendwo habe ich das gehört, das ist der Fisch, der im Wasser schwimmt, der nimmt das Wasser um sich herum nicht wahr, ist aber perfekte Schwimmer, aber wird es selbst von sich nicht behaupten, ja. Und wenn man einmal das realisiert, dass man in Dingen auch gut ist, die man für selbstverständlich erkennt, für sich selbst, dann kann man auch seinen Wert einschätzen. Ne? Und viele verkaufen sich halt so unter Wert, das finde ich schade. Ja, sehr schöner Tipp, vielen Dank dafür, das ist echt geil. Ja, lass uns doch direkt mal noch zu ein paar konkreten Tipps kommen, also wenn du Lust hast. Natürlich, also wir haben ja gehört, dass du in der Bank arbeitest, dass du Kinderbücher geschrieben hast, beziehungsweise finanzielle Bildung für Eltern, für Kinder. Und ja, wie, also dein Kind ist jetzt noch ein bisschen jung, aber wie bringst du halt würdest du deinem Kind, wenn es dann älter ist, den Umgang mit Geld beibringen? Und vor allen Dingen, ab wann würdest du damit beginnen? Also ich würde immer damit beginnen, mit dem Taschengeld. Das ist jetzt natürlich bei jedem Elternpaar ein bisschen anders. Manche Kinder bekommen das früher, manche später. Mhm. Also ich denke, so mit dem Schuleintritt kann man auf jeden Fall schon mal mit dem Taschengeld anfangen, so mit 6 von mir aus. Mhm. Dann vielleicht mit einem kleinen Betrag, wo man sagt, okay, dann, ich finde das Taschengeld, ist immer so, das kann man auch so ein bisschen schön spielerisch machen, dass man sagt, okay, was ist denn so dein Wunsch? Kinder haben ja eigentlich immer irgendeinen Wunsch, ja. Dass man sagt, okay, wenn es ein sehr teurer Wunsch ist, dann möchte ich, dass du bis dahin und dahin angespart hast, dann kaufen wir das zusammen. Mhm. Oder wenn es ein Ü-Ei ist, bei Rewe, dann kann man auch mal sagen, okay, bis da und dahin kannst du dir selber was zurücklegen oder dir schon selber kaufen. Wenn man mit 2 Euro schafft, dann ist dann auch sich schon das Ü-Ei zu kaufen. Ja. Aber wenn er jetzt was Größeres kaufen will, was dann 10 Euro kostet, dann kann er das schon selber sparen. Dann könnte man ihm so ein kleines Sparschwein einrichten, sagen, okay, alles was da drin ist, das ist jetzt für dein, was auch immer 10 Euro wert ist. Und das legen wir so lange da rein, bis du es erreichen kannst. Ja. Was dadurch, also dass man, mal, genau, für Kinder ist ja langfristig immer noch nicht so ganz greifbar, deswegen sollte das dann schon irgendwann in irgendwas eingelöst sein, dass dann dieses oh, tolle Gefühl, ich habe gespart und das kann ich jetzt davon haben, sparen ist was Schönes,
die Einstellung zum Geld hin zu fördern. Ja. Dass es was Gutes ist, dass er so was eintauschen kann und nichts schlecht. Ja. Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Da gibt es ja so eine Studie, wo mal mit Kinderüberraschungseier war das, glaube ich, auch, ja. Wo Kindern halt, die Studie lief, glaube ich, 12 Jahre oder länger oder 15 Jahre, und da wurde Kindern halt jeweils ein Überraschungsei hingelegt und es wurde gesagt, okay, wenn du das Überraschungsei, also wenn du das nicht anrührst, dann kriegst du noch ein zweites. Und erstaunlicherweise sind dann irgendwie 15 Jahre später die Kinder, die Geduld hatten, also die wirklich gewartet haben und das nicht sofort geöffnet und gegessen haben, erfolgreicher gewesen als die Kinder, die das halt sofort gemacht haben. Deswegen ist das ein sehr interessanter Ansatz, dass du sagst, ich trainiere meinem Kind, egal ob mit Geld oder was anderem, so ein bisschen die Geduld zu üben, ja, vielleicht auf was Größeres anzusparen, vielleicht einen kleinen Traum zu erfüllen, auch wenn es nur für 10 Euro ist, ja. Und ja, sehr, sehr schön. Und wie würdest du das machen, wenn dein Kind jetzt älter ist oder bei dir? Also wie kann man sich grundsätzlich finanziell weiterbilden? Also man kann sich sehr gut finanziell weiterbilden, indem man ganz viel liest. Mhm. Auch es gibt da wirklich ganz, ganz viele Informationen im Internet und tolle Blogs. Und jeder beschreibt die Sachen ja auch mal ein bisschen anders. Und dass man sich, ich finde, mal so ein kleines finanzielles Vorbild sucht. Jemand, dem man das so ein bisschen nachmachen kann, wenn man es noch gar nicht weiß, dass man sich an jemanden gut orientieren kann. Und wenn man da sich dann so ein bisschen angeeignet hat, dann kann man ja auch immer noch so ein bisschen seinen eigenen Weg gehen. Aber ich denke mal, das ist bestimmt, wenn mein Sohn, das sind ja noch ein paar Jahre hin, da gibt es vielleicht wieder was ganz Neues, dass er sich dann vielleicht auch jemanden sucht, so einen Blog in einem Social-Media-Umfang zum Beispiel, wo er sich dann regelmäßig informieren kann. Aber wäre das denn grundsätzlich auch was für die Schulen, so ein Thema, also finanzielle Bildung, dass man sagt, irgendwie, man bringt das in die Schulen? Ja, sowieso. Also ich finde generell, dass es ich sag mal, ist ja auch das Motto der Geldhelden, dass es toll wäre, wenn es ein Schulfach gäbe in Richtung finanzielle Bildung. Ich würde sogar noch ein bisschen ausweiten und das so als Lebenslernen vielleicht bezeichnen, dass man unter anderem finanzielle Bildung in diesem Schulfach drin hätte. Mhm. Gleichzeitig aber auch noch so Vertragswesen und die Steuererklärung, was kann ich da alles machen? Ich persönlich arbeite jetzt auch noch an einem Schulvertrag, da bin ich über eine Kollegin drauf gestoßen. Und die hatte mein Buch nämlich mitgenommen und ihre Mama ist Lehrerin. Und die hat gesagt, oh, mal gucken, was meine Mutter dazu sagt. Vielleicht kannst du dir mal in die Schulen kommen und da was erzählen. Und dazu habe ich jetzt gerade nämlich einen Vortrag ausgearbeitet, so einen Basisvortrag erstmal. Der heißt Stärke deine Finanzkompetenz. Mhm. Und für mich sind in der Finanzkompetenz so 4 große Schwerpunkte. Das ist einmal der tägliche Umgang mit Geld, wie man was lernt. Wie baue ich ein Vermögen auf? Wie gehe ich aber auch mit Schulden um, wenn ich da reinrutsche? Manchmal ist das ja, lässt sich nicht vermeiden, manchmal ist das so. Und wie kann ich meine Lebensrisiken absichern? Was kann passieren und wie kann ich dann damit umgehen? Oder was kann ich mich vielleicht schon, wie kann ich mich vorher davor schützen? Mhm. Und das alles als Stärke deiner Finanzkompetenz soll dann ungefähr 30 Minuten dauern, damit es in eine Schulstunde passt. Mhm. Und das ist gerade jetzt in der Vorbereitung. Und das wäre dann für Schulkinder in welchem Alter? Ich würde sagen ab 12. Ab 12, ja. Aber es wäre wahrscheinlich auch für Jugendlichen. Hm? Ja, genau. Es wäre wahrscheinlich aber auch für viele Erwachsene interessant, vor allen Dingen, wenn man eben verschuldet zum Beispiel ist, das ist ja oft der Auslöser, dass man sich mal mit Geld beschäftigt. Deswegen sind Schulden gar nicht so blöd, vor allen Dingen, wenn man merkt, huch, wie komme ich denn da jetzt wieder raus? In dem Augenblick habe ich ja auch mal den Fokus auf dieses Thema Finanzen, ja, was ich vorher vielleicht nicht hatte, weil es die ganze Zeit gut lief, weil es kam ja immer Geld rein, alles gut, ne? Deswegen finde ich das spannend, dass man da die Schulden, das Schuldenthema mit reinnimmt. Ja, sehr schön, da freue ich mich drauf. Wo kann man dich denn finden oder diesen Vortrag? Oder wie kann man dich erreichen? Also mich selber kann man auf meiner Homepage sehen, melinajipp.de. Mhm. Ganz simpel, einfach alles zusammengeschrieben. Da findet man alle Informationen über mich, über meine Bücher und zukünftig dann auch über die Projekte. Der Vortrag ist jetzt noch ganz frisch. Dazu wird es dann dazu auch noch mehr Themen geben, vielleicht auch so ein paar PDF-Dokumente, wo man schon mal was darüber nachlesen kann. Ich wünsche mir zu dem Basisvortrag auch noch vertiefendere Vorträge, dass man dann in diese großen 4 Themenpunkte noch mal ein bisschen detaillierter reingeht. Das schafft man in 30 Minuten ja nicht, das alles perfekt umfangreich zu erzählen. Genau.
Würde ich gerne machen, das würde ich gerne da auch noch ein bisschen ausbauen, sodass sich jeder über alles informieren kann. Das klingt sehr, sehr gut. Ja, wunderbar. Ich werde auf jeden Fall nochmal unter dem Video dann deine Webseite verlinken. Und ja, ich habe schon gehört, dass du eventuell bei den Geldhelden in der Geldheldengruppe diesen Vortrag mal zeigen willst oder wollen würdest. Schauen wir mal, wann es dazu kommt und ob es dazu kommt. Aber wenn es dazu kommt, dann kann ich schon mal versprechen, dass der Vortrag dann auch dauerhaft da sichtbar ist. Ja, das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall auch mal in die Gruppe vorbeizuschauen. Ja, vielen Dank, Melina. Ich bin begeistert und ich freue mich, dass du bei den Geldhelden auch deine Kompetenz da, deine Finanzkraft sozusagen mit einbringst. Und ich hoffe, dass wir in nächster Zeit noch sehr, sehr viel von dir hören werden. Und ich kann jedem empfehlen, sich mal ein Buch von dir herunterzuladen, oder man kann es auch richtig bestellen, ne, als Buch nach Hause. Ja, das ist überall, genau. Amazon, Thalia, alles als E-Book, als Taschenbuch. Also man findet mich eigentlich überall, meine Bücher. Genau, also wunderbare Lektüre. Und ja, bleibt mir nur, mich zu bedanken. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was von deiner Seite noch kommt, und wünsche dir viel Erfolg für alles, was du noch vorhast. Ja, ich danke euch auch, dass ich dabei sein darf. Ich habe mich total gefreut. Ja, wir uns erst. Mach's gut, danke. Mach's gut, ciao. Ciao. Du bist ja immer noch da. Hat dir gefallen, was du hier gesehen hast? Ich hoffe doch. Also ich fand's mega, mega spannend. Und falls du jetzt Lust hast, die ersten Schritte zu gehen, also direkt in die Umsetzung zu kommen, ins Tun zu kommen, endlich das Ganze in dein Leben zu integrieren, dann besorg dir jetzt das Diamant-VIP-Ticket. Denn darin erhältst du eine Umsetzungs-Checkliste und zusätzlich einen Strategie-Call, einen persönlichen Call mit mir, wo du mir persönlich deine Fragen stellen kannst und wir uns mal in einem kurzen Gespräch über die Strategie für deinen Weg raus aus dem Hamsterrad unterhalten. Also klick jetzt oben auf den Button VIP-Tickets und sicher dir dein Diamant-Ticket, solange das noch möglich ist.